Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Das letzte Aufgebraucht ist ja jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her. Dementsprechend haben wir auch wirklich viel aufgebraucht. Also ich habe hier ein komplett gefülltes Körbchen voll. Und ja, was wir so alles leer gemacht haben in den letzten 2 Monaten, zeige ich euch in diesem Video und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Ansehen. So, dann würde ich sagen, wir starten auch direkt und zwar mit einem Großteil. Ihr wisst ja, meistens fange ich mit den Großteilen an. Wir haben Waschmittel leer gemacht. Ein Waschpulver von Dash 100. Wäsche steht hier drauf mit Alpenfrische. Genau. Ja, also was soll ich sagen? Ich finde, es ist ein okay Waschmittel. Es war jetzt nicht mega der Burner oder so. Es hat aber auf jeden Fall die Wäsche sauber gemacht. Aber ich finde halt, vom Duft her hätte da noch wesentlich mehr kommen können, kommen müssen, wie auch immer. Ihr wisst ja, ich bin so ein ganz großes Duftopfer. Bei mir muss halt einfach alles gut riechen. Das hat es jetzt, wie gesagt, nicht so zu 100% geschafft. Aber wie gesagt, die Wäsche war sauber. Ja, genau. Wie gesagt, ist für mich persönlich so ein okay Produkt. Ja, mal schauen. Eventuell werde ich es nochmal nachkaufen. Sollte es im Angebot sein oder so. Ja, dann würde ich sagen, wir bleiben einfach gerade beim Thema Wäsche. Und zwar haben wir leer gemacht 2 Weichspüler von Domol. Das ist ja die Rossmann Eigenmarke. Wir haben hier einmal den Balsam Weichspüler. Übrigens, beide sind vegan. Also einmal Balsam und einmal mit Frühlingsfrische. Sind 2 sehr gute Weichspüler. Also ich finde für das, dass die eine der günstigsten sind, sind die echt richtig gut. Ihr wisst ja, ich mache das auch nicht überall an die Wäsche dran, aber es gibt so bestimmte Wäscheteile, wo ich halt einfach Weichspüler weiterhin benutzen werde. Und ja, ich muss sagen, der hier gefällt mir einen Ticken besser als der hier. Der ist aber überhaupt nicht schlecht. Wie gesagt, ich finde beide richtig gut. Aber vom Duft her war das halt genau meins. Und ja, den werde ich mit Sicherheit nochmal einkaufen und kann ich euch dem entsprechend auch empfehlen. Und ihr seht, Jasmin hat einen Sprachfehler. Ich drehe auch gerade ganz spontan das Video, weil ich gerade irgendwie kurzzeitig allein zu Hause bin. Das muss man ja auch immer klar ausnutzen, wenn man da mal zu was kommt, gell? Ja, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal weiter mit Haushalt. Ich hole mir das Körbchen mal her. Leer gemacht haben wir von Fit. Das Spülmittel Original steht da jetzt drauf. Das war ja das Grüne. Und da muss ich sagen, das fand ich jetzt, naja, nicht ganz so gut. Ihr wisst ja, das Rosafarbene benutze ich total gerne. Aber das Grüne war jetzt einfach nicht so zu 100% meins. Und wäre jetzt kein Produkt, was ich nochmal nachkaufen müsste. Geschirr hat es aber trotzdem sauber gemacht. Es hat seine Arbeit okay gemacht. Aber es hat mich halt einfach nicht vom Hocker gerissen. Ich meine, gut, wir reden hier halt auch von dem Spülmittel, ne? Genau, das dazu. So, und da sind wir dann auch schon beim Thema. Und zwar das Rosafarbene habe ich leer gemacht von Fit Naturals. Das mit Mandelblüte und Granatapfel. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das hatte ich euch, glaube ich, im letzten Aufgebraucht auch schon mal gesagt. Und ja, ist auf jeden Fall ein Spülmittel, was ich auf jeden Fall wieder nachkaufen werde. Beziehungsweise auch schon nachgekauft habe letztens. Ich muss auch mal wieder ganz, ganz dringend in die Drogerie. Sei es jetzt DM oder Rossmann. Aber mir geht hier gerade echt ultra viel aus. Ihr wisst ja, ich bin gerade aktuell so ein bisschen auf dem Spartrip. Ja, aber so langsam wird es einfach Zeit, ja, dass ich mich mal wieder in die Drogerie begebe. So, dann schauen wir mal, haben wir noch was Haushaltsmäßiges von Profissimo, DM-Eigenmarke, habe ich noch leer gemacht. Die Scheuerspiralen aus Edelstahl. Ihr wisst ja, dass ich die total gerne benutze, gerade für Töpfe unter anderem oder auch an den Backofen. Ich weiß, man soll es nicht unbedingt. Ich mache es und deshalb empfehle ich das auch jetzt niemand anderem, das auch nachzumachen. Ja, aber ich finde die echt gut und gucke eigentlich, dass ich die immer im Haus habe. So für alles, was extrem hartnäckig ist, sind die halt wirklich sehr gut. So, das war das. Schauen wir mal. Ich glaube, so richtig haushaltsmäßiges finde ich jetzt nichts mehr. Aber abgebrannt, unten so ein bisschen gedüftelt, haben wir auch die letzten 2 Monate. Da haben wir leer gemacht, die Duftkerze Gartenfrüchte im Duftglas. Die schaut so aus und die riecht echt richtig, richtig gut. Ich kann euch aber leider nicht sagen, wo die her ist. Die wurde mir zum Geburtstag geschenkt. Genau, die war richtig gut. Ich hatte sie wieder in unserem Gäste-WC stehen. Für so ein kleines Räumchen war die auf jeden Fall ausreichend. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ja, wo die her ist. Und ja,
deshalb kann ich jetzt leider nicht so viel dazu sagen. Ebenfalls von der gleichen Marke habe ich dann noch diese Duftkerze hier leer gemacht, Vanille mit Himbeere, auch die fand ich gut. Und ihr seht, die ist fast abgebrannt, also da ist echt nicht viel Rest übrig geblieben. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wo sie her ist. Das ist auch ein tolles Aufgebraucht-Video, gern, wenn man nichts wirklich viel dazu sagen kann. Ja, und noch eine Airwick-Kerze haben wir auch leer gemacht. Und seht ihr, die Airwick-Kerze ist ja eine teure Kerze. Die riecht auch wesentlich intensiver, meiner Meinung nach. Die brennt auch länger. Aber tatsächlich brennt da nie alles weg, wie jetzt hier zum Beispiel bei einer günstigen Kerze. Ich glaube, man sieht es ganz gut, ne? Nichtsdestotrotz, Airwick, ihr wisst, ist derzeit mein Favorit. Kann ich empfehlen. Genau. Ach so, huch, doch noch eine. Das war eine von Glade. Seht ihr, auch hier wieder das Problem bei den Glade-Kerzen. Die brennen einfach nicht komplett runter, was eine günstige Kerze schafft. Das finde ich immer so ein bisschen, naja, aber gut. Vom Duft her, wie gesagt, sind die unschlagbar, diese Glade-Kerze. Oh, ja. Genau mein Ding. So, ich glaube, das war's tatsächlich. Ja, jetzt machen wir mal, ich suche gerade ein Produkt, wo viele nämlich auf mein Feedback warten. Und zwar geht es hier von Garnier Skin Active Vitamin C Glow Booster Serum mit 3,5% Vitamin C und so weiter und so fort. Das war ja dieses kleine teure Fläschchen. Ich habe das, wie ihr ja sehen könnt, komplett leer gemacht. Ich habe es morgens und abends aufgetragen. In der ersten Zeit dachte ich erstmal, da passiert nicht wirklich viel. Dann ist tatsächlich ein bisschen was passiert. Ich glaube, man kann es vielleicht auch erkennen. Für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, ich hatte ein großes Problem mit Pigmentflecken. Ich hatte auf einmal hier einen riesen Flatscher. Ich hatte da zwei solche Stellen, was aussah teilweise wie ein Damenbart. Fand ich persönlich ganz, ganz furchtbar. Das da oben hätte mich jetzt nicht so gestört, aber das hier unten schon. Und hier hatte ich einen. Also das wurde auf jeden Fall schon deutlich besser. Aber so wie es versprochen wurde, dass das innerhalb von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, da steht jetzt nichts drauf, innerhalb von so und so vielen, 2, 3 Wochen alles weg ist, das konnte ich jetzt nicht erzählen, aber ja, ich werde demnächst noch ein anderes Produkt testen und werde euch dazu Feedback geben. Wie gesagt, es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, super, ich muss jetzt nochmal 12 Euro dafür ausgeben, wisst ihr, wie ich meine? Ja. So, dann habe ich leer gemacht, ach, das war mal von der Kooperation, das ist schon so, so mega lange her, war halt ein ergiebiges Produkt und zwar ist das die Fußcreme von My Pretty Feet. Ihr wisst ja, da gibt es ja auch diese Fußmasken, also die, wo so richtig extrem die Hornhaut runterholen, ist schon ein bisschen pfui. Auf jeden Fall gab es dazu halt auch die Fußcreme, ich hoffe, man kann es erkennen, und die ist echt gut und ihr seht, ne, die Kooperation, die ist jetzt her, über 1,5 Jahre und ich habe jetzt erst die erste Dose leer gemacht. Wie gesagt, sehr ergiebig. Also ich kann die euch wirklich unfassbar ans Herz legen. Also sie reduziert tatsächlich so ein bisschen die Hornhaut. Sie macht schöne weiche Füße. Und ich habe das jetzt auch nicht jeden Tag benutzt. So alle 2 bis 3 Tage so walnussgroß auf die Füße aufgetragen. Und wie gesagt, die sind echt richtig schön weich. Und ja, eine ganz tolle Fußcreme, die ich euch auch nach 1,5 Jahren, nachdem die Kooperation beendet ist, immer noch empfehlen kann. So, dann haben wir Mädels wieder Haarshampoo leer gemacht, insgesamt 2 Flaschen. Auch hier wieder von Pantene Pro V, das Vita Glow 3-in-1. Das ist ein Shampoo mit Pflegespülung und Intensivpflege. Und nach wie vor finde ich das am besten. Es ist leider ein bisschen teurer. Ja, im Angebot habe ich schon für 2,99 gekauft. Aber meiner Meinung nach ist das aktuell das beste Haarshampoo. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwann meine Meinung dahingehend wieder ändere. Ihr wisst, ich probiere halt einfach viel Neues aus. Aber das hier ist im Moment so unser Top-Favorit, auch von meinen Mädels, wobei die Sophia jetzt nicht wirklich ein Favorit hat mit ihren 5, aber meine Große mit 16, die sagt auch, dass das echt ein Top-Produkt ist. Und ja, dann wird es wohl so sein, gell? Bleiben wir gleich bei Haare. Wir haben ein Haarspray leer gemacht von Balea, das Haarspray Invisible Power. Ja, da steht jetzt extra noch drauf, kein Verkleben. Würde ich jetzt allerdings so nicht verschreiben, nicht unterschreiben. Also die Haare, die haben schon arg davon geklebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, sie haben einen guten Halt gemacht, aber sie haben halt furchtbar geklebt. Und deshalb ist das hier jetzt so ein Haarspray, was ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen müsste. Es gibt von Balea andere Haarsprays, die finde ich gut. Nur das hier, das war jetzt leider so überhaupt nicht unser Fall.
Ja, wo machen wir weiter? Haha, da hatte ich ja noch was getestet. Das ist jetzt schon echt eine Zeit lang leer. Von Isana, der milde Reinigungsschaum. Und ich hatte euch ja damals gesagt, dass ich das unbedingt mal ausprobieren will. Aber so mit Reinigungsschaum jetzt nicht so 100% mir vorstellen konnte, dass ich damit zufrieden bin. Aber in der Tat muss ich euch sagen, das war verdammt gut. Übrigens, falls ihr es knacken hört, das ist die Schlafzimmertür. Ich habe nämlich das Fenster auf und da knackt die Tür immer. Genau, also das hier ist mit Aloe Vera und Gurkenextrakt. Ich fand es echt toll. Also hätte ich nicht gedacht, es war ja ein ganz günstiger Reinigungsschaum. Der hat eine richtig schöne, geschmeidige Haut im Gesicht gemacht. Also fand ich wirklich gut und ist auf jeden Fall ein sehr günstiges Produkt, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. So, noch ein richtig geiles Produkt habe ich leer gemacht. Das habe ich gekauft vor, oh Gott, ich glaube vor über 2 Jahren schon. Dementsprechend sehr ergiebig und zwar geht es hier drum von Balea das Fuß- und Vitalbad pflegende Erfrischung. Und ich mache halt ab und zu einfach so ganz gerne ein Fußbad, weil das die Füße so unfassbar geschmeidig macht. Oder auch wenn ich weiß jetzt gar nicht, wie das Teil heißt, ich habe mir so ein Teil für die Hornhaut geholt und da weiche ich die Füße immer so ein bisschen ein. Und ja, da werden die Füßchen immer schick gemacht, das ist mir nämlich ganz, ganz wichtig. Ich finde ungepflegte Füße, finde ich so eklig, ich weiß nicht, Füße allgemein ist ja eh jetzt nicht so eine schöne Sache. Und deshalb finde ich, müssen die einfach gepflegt sein. Naja, auf jeden Fall bade ich immer da drin und das Zeug ist der Hammer. Echt, ihr braucht nur so ein ganz kleines bisschen, das mache ich mir immer in eine Wanne, ja, und bade da meine Füße. Hammer, 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 ehrlich, ich musste es auf jeden Fall nachkaufen. Wie gesagt, ich hatte jetzt an der großen Dose, hatte ich schon knapp 2 Jahre dran. Also absolut Kaufempfehlung, probiert es mal aus. Ich könnte mir vorstellen, habe ich allerdings nicht ausprobiert, dass es für die Hände halt auch richtig gut ist, weil die Füße, wie gesagt, so krass zart sind danach, ohne dass ich überhaupt irgendwas anderes gemacht habe. Also wirklich nur davon. Ja, dann haben wir leer gemacht von Colgate, die All-in-One. Das ist ja... Na, wie heißt es? Mundspülung, jetzt habe ich. Genau, also die haben wir jetzt endlich getestet. Vorher hatten wir ja die blaue, jetzt die lila farbene. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass lila jetzt nicht unbedingt auch so geschmacksmäßig unser Fall war. Geschmacklich ist auf jeden Fall die blaue besser, wobei die ein bisschen schärfer ist. Die hier finde ich ein bisschen milder. Aber nichtsdestotrotz, es ist kein schlechtes Produkt, das möchte ich damit nicht sagen. Aber die blaue Mundspülung kommt hier bei uns auf jeden Fall wesentlich besser an. So, ha, doch noch was für die Haare. Haarspray haben wir noch leer gemacht von Isana mit Keratin-Style, extra starke Halte 4. Und das war tatsächlich auch ein richtig gutes Haarspray, also was überhaupt nicht geklebt hat, man hatte einen starken Halt. Ist auch ein Haarspray, was ich euch empfehlen kann und auch hier eins von den ganz günstigen. So, dann, was haben wir noch Schönes? Zahnpasta haben wir auch, oha, relativ viel leer gemacht. 3 Tuben insgesamt. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, wie immer von Colgate, die Sensation White. Ihr wisst, für mich kommt einfach keine andere Zahnpasta ran. Ich habe viele ausprobiert und es ist einfach unsere Zahnpasta. Die macht wirklich die hält die Zähne richtig schön auf. Und ja, ich mag die einfach total gerne. Ich sage es jetzt nur nochmal dazu, weil in letzter Zeit sind ja wirklich viele neue Zuschauer auf diesen Kanal dazugestoßen. Und deshalb, ja, hier mein absoluter Kauftipp: Colgate, die Sensation White. So, jetzt ist da ein bisschen Zahnpasta runtergefallen. Das mag ich ja gar nicht leiden hier. So, was haben wir noch Schönes? Dann haben wir wieder die Bambus-Wattestäbchen leer gemacht. Viele sagen, sie verstehen nicht, wie ich es immer schaffe, dass diese, aus was sind die, diese anderen Wattestäbchen da halt einfach, dass die bei mir immer abbrechen. Aber die brechen nicht ab, die knicken halt einfach voll schnell ein. Ah, diese Papierteile, Papier-Wattestäbchen, genau. Oh, Jasmin redet sich wieder hier im Kopf und Kragen heute. Die mag ich einfach nicht, weil, wie gesagt, die total schnell einknicken. Und deshalb kaufe ich immer die Bambus-Wattestäbchen, ja, weil das da halt einfach nicht passiert. Ich finde die halt echt gut. Habe ich euch ja auch schon mehrmals gesagt. So, mein kleines Töchterlein hat auch noch eine Zahncreme leer gemacht. Und zwar, wie immer von Odol mit 3, die Milchzahncreme bis 6 Jahre. Und warum kaufen wir die immer? Weil da Paw Patrol drauf ist. Beziehungsweise der Chase von Paw Patrol. Ja, werde ich definitiv wieder nachkaufen, aber ich habe schon zu Sophiechen gesagt, wir müssen die Augen aufhalten, denn sie wird bald 6 und dann brauchen wir eine andere Zahnpasta, ne? So, dann haben wir leer gemacht die Wahlseife für Kinder mit süßen Blaubeerduft von Tabaluga.
Ich habe gar keine Ahnung, wo wir die gekauft haben. Ich kann es euch nicht mehr sagen, was Aldi, Lidl eventuell, aber so 1000%ig sicher bin ich mir da definitiv nicht mehr. Ja, meine Tochter liebt es einfach in der Badewanne da mit Malseife zu malen und so weiter. Ich muss aber auch dazu sagen, dass man hinterher die Fliesen und alles wieder rückstandslos sauber bekommt. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, wie gesagt, meine Tochter liebt es auf jeden Fall. So allgemein alles, was so rund ums Baden ist. Dann haben wir noch leer gemacht, beziehungsweise das habe ich leer gemacht, von Nivea die Body Lotion Holiday and Glow für sanfte Bräune. Und ihr wisst, da war ich ja so ein bisschen, ob das wirklich was ist. Aber in der Tat, das ist eine richtig gute Body Lotion. Erstens mal ist die total schnell eingezogen. Man hat nichts auf der Kleidung hinterher gesehen, dass die jetzt gefärbt gewesen wäre. Vom Duft her war die richtig gut und die hat tatsächlich eine richtig schöne Hautfarbe gemacht. Und toi toi toi, auch keine Flecken bei mir. Manche hatten geschrieben, sie hatten das Problem mit den Flecken. Da muss ich sagen, ich hatte das auch immer mit allen möglichen Salbsbräunern. Auch da habe ich echt schon viel, viel ausprobiert. Aber toi toi toi, ich selbst habe es bei der geschafft, dass es nicht fleckig ist. Nur an den Füßen, da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, fand ich die echt gut. Ich habe sie mir aber nicht ins Gesicht gemacht. Das habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut. Ich habe die auf Arme und Beine halt geschmiert. Und ja, wie gesagt, ich fand sie gut, habe sie auch schon wieder nachgekauft und ist dementsprechend auch eine Empfehlung von mir. So, was haben wir noch Schönes? Ich glaube, der Rest ist fast alles noch Duschzeug. Da haben wir noch, ich habe das mal leer gemacht, von Essence wie immer die Get Big Lashes Volume and Curl Mascara. Ich mag die einfach total gerne, weil die günstig ist und für mich macht sie das Ergebnis, was ich haben möchte bei meinen Wimpern. Und ja, von daher wird die auch immer nachgekauft. Und jetzt geht es weiter mit ganz, ganz viel Duschgel. Es ist echt viel, aber wie gesagt, es halt auch 2 Monate. Zum ersten, Selinchen und ich haben von Nivea die Soft and Care Shower mit Diamant und Arganöl leer gemacht. Ist ein ganz nettes Duschgel, sage ich jetzt mal. Ich muss auch sagen, jetzt wo es so wieder kühler wird, benutze ich sowas auch wieder viel lieber. Im Sommer, wisst ihr, habe ich euch ja gesagt, benutze ich lieber ein herbes Männerduschgel. Aber so Herbst-Winterzeit benutze ich ganz gerne von Nivea und so weiter und so fort. Ein Duschgel, das fand ich echt gut, kann ich euch empfehlen und ja, vom Duft her war es auch richtig gut. Ich finde, es riecht so sinnlich, nicht so aufdringlich. Ihr wisst, ich bin ultra schlecht im Duft beschreiben, verzeiht es mir bitte, gell? Dann haben wir noch was leer gemacht, was wir leider ganz, ganz furchtbar fanden. Und zwar ist das von Duschdas Sommerfrische mit Kokoswasserduft. Ihr wisst ja, ich liebe ja alles mit Kokos, ist ja genau mein Ding, aber das hat echt so furchtbar gestunken. Also das war... Wow, wie ich das jetzt nur schon wieder riecht, gell? Also das war überhaupt nichts, hat auch die Celine gesagt. Das hatte einfach einen ganz komischen Geruch. Ich hatte manchmal sogar das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber manchmal hatte ich das Gefühl, dass das echt stark nach Erbrochenem riecht. Dementsprechend, es war eine Qual, das aufzubrauchen, aber ihr wisst, ich will nichts unnötig wegschütten, ja? Das machen wir nicht, wir haben es dann halt ganz tapfer aufgebraucht, aber boah, ganz furchtbar, wird definitiv nicht mehr nachgekauft. Ja, die Celine und ich haben noch ein weiteres leer gemacht und zwar ist das von Kneipp, Aroma Pflegedusche und da steht jetzt gar keine Duftrichtung drauf, sonniger Glücksduft und nach Apfelsine, genau, das steht drauf. Ja, war auch ein ganz gutes Duschgel, habe ich damals zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich finde im Sommer war das auch richtig gut, weil das so extrem frisch riecht und tatsächlich habe ich mich damit auch wirklich frisch geduscht gefühlt. Ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, ne, im Sommer, also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist ja nicht so, dass man aus der Dusche rauskommt und stinkt. Das ist überhaupt nicht. Aber ich habe halt bei manchen Duschgelen einfach so oft das Gefühl, dass dieser Duft, dieser frisch geduscht Gefühl, was auch immer, total schnell nachlässt. Und das hatte ich zum Beispiel mit dem Duschgel von Kneipp jetzt nicht oder halt auch mit den Männerduschgelen. Genau. Ja, das ist halt wieder Jasmin-Logik. Ich hoffe, das versteht irgendjemand. So, weiter geht's. Sophie hat auch noch was leer gemacht von Isana Kids. Limited Edition ist, glaube ich, schon fast ein Jahr her, wo ich das mal gekauft hatte. Genau, Shampoo, Dusche, Pflegespülung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Haare wasche ich der Sophie damit nicht, weil die hat schon genauso widerspenstige und genauso dicke Haare wie ich. Bei ihr gehe ich tatsächlich schon mit erwachsenem Shampoo ran, weil mit so einem Kinderkram komme ich bei ihr nicht weit. Aber einfach nur zum Duschen war das hier auf jeden Fall ganz okay. Der Sophie hat es gefallen. Mir war dieser Duft natürlich wieder ein Touch zu süß, weil
warum auch immer, ich finde halt einfach die Kinderduschgel, die riechen immer so übertrieben krass nach Früchte oder übertrieben krass süßlich halt einfach. Meins ist es nicht, mein Kind liebt es natürlich, ist klar, ne? So, und jetzt quiekt die Tür hier. Zum Schluss haben wir noch Männerduschgel aufgebraucht. Und zwar von Adidas, das Duschgel Meeresextrakt Körper, Haar und Gesicht. War sehr, sehr gut. Leider muss ich aber sagen, es war nicht ergiebig. Das finde ich immer schade. Hatte ich euch ja im letzten Aufgebraucht auch gesagt, dass wir da eins von Bruno Banani hatten, was ja echt teuer war, das Duschgel. Und auch das war überhaupt nicht ergiebig. Das ist bei günstigen Duschgelen tatsächlich nicht der Fall. Finde ich ein bisschen blöd, aber vom Duft her war das halt echt schon unschlagbar, muss ich sagen. Genauso wie After Sport, ebenfalls von Adidas, aber auch hier genau das gleiche Problem. Die Teile sind einfach nicht ergiebig. Ich meine, so ein Duschgel ist jetzt echt nicht günstig, so ein Markenduschgel. Und dann wäre es halt schön, wenn es ein bisschen länger hält, wie zum Beispiel sowas von Balea, wo ich halt nur, was kostet es aktuell? Ich glaube 65 Cent, ne, dafür ausgebe. Und das ist auch gut, muss ich sagen. Ich bin kein Fan von Balea-Duschgelen für Frauen. Das habe ich euch schon öfters gesagt. Ne? Da habe ich ja eben meine Problematik erklärt. Aber ich finde, bei Männer-Duschgelen ist das nicht so das Problem. Und ich laber so, so viel Mist. Ey, verzeiht's mir bitte, gell? Aber Jasmin und ihre Logiken, das ist schon immer so eine Sache für sich. Ja. Naja, ihr Lieben, das war's jetzt auf jeden Fall schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich natürlich wie immer über euer Däumchen nach oben, auch über euer positives Feedback hier unten in den Kommentaren. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns in den nächsten Tagen zu einem neuen Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.